So, nachdem wir jetzt die Front of the Drain Premium packen und Promo packen durch haben, gehen wir nochmal zurück zu War of the Spark Standard Showdown. Die haben mich bisher jetzt noch nie enttäuscht und ich hoffe, das tut der hier jetzt auch nicht. Oh, und wir haben, ich sehe einen Gravebone Marshall, Graveyard Marshall, jawohl, einen Graveyard Marshall für 2 Mana 3-2. Ich hab die auch gerade mal, oh ja, so. Man kann für 3 Mana eine Kreatur exilen vom Friedhof und einen 2-2 Zombie generieren. Für 2 Mana 3-2, das ist gar keine schlechte Karte. Godless Schrein, ein Schockland, nice, kommt getapptes Spiel, schwarz-weiß, brauche ich tatsächlich noch für mein Modern-Deck. Ja. Oh, Mountain, hübscher Mountain, hübscher Mountain. Rakdos. Und, oh, ein Foil, oh mein Gott, wie geil. Dovin Grand Arbiter, ich weiß nicht, ob der teuer ist, aber der ist hübsch und es ist ein Voll-Planeswalker. 3 Mana, 3 Marken. Blau-Weiß farblos, plus 1 bis zum Ende des Zuges, immer wenn eine Kreatur, die ihr kontrolliert, mir in der Kampfschaden zufügt, kommt da nochmal eine Loyalty-Counter drauf. Das ist ziemlich gut. Vor allem, wenn immer eine Kreatur, das ist nicht nur Target-Creature, sondern das ist, wenn immer eine Kreatur. Dann minus 1, man macht einen farblosen Top-Da-Artefakt, spielt Stein mit fliegend und man kriegt ein Leben. Und minus 7, man nimmt die obersten 10 Karten seines Decks, guckt sie sich an, nimmt 3 davon auf die Hand und legt den Rest unter das Deck in irgendeine Order. Oh, der ist in Voll mal richtig sexy, heilige. Ja, ja, wie ich schon gesagt habe, die haben mich noch nie wirklich enttäuscht. Ich wusste auch gar nicht, dass da voll Planeswalker drin sein können. Deshalb, das ist alles, was ich brauchte. Das ist ganz glücklich. Gibt nicht viel drüber zu sagen, weil das hier halt echt mit dem Schockland und dem Mountain sehr easy war. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blacksee. Ciao, ciao.